im Fernsehen oder auf der Bühne. Sie wurde bejubelt und geliebt. Und warum sie jetzt behauptet, das Beste kommt noch, das möchte ich von der Frau in Weiß wissen. Heidelinde Weiß. Wenn man ihren Rückblick liest und die Bilder sieht, dann sind sie immer, liebe Frau Weiß, eine so liebenswürdige und eigentlich unaggressive Person gewesen. Immer unattraktiv oder was? Nein, nicht unattraktiv, nein, unaggressiv. Unaggressiv. Sie haben ihr, so wie es klingt, auch da, Sie haben ihr nicht verziehen. Ach, heute, sie war im Fegefeuer und ist jetzt in der Hölle. Also, was kann ich das klingt sehr nach Verziehen. Du bist Familienvater, du hast zwei kleine Kinder, du hast auch einen metallverarbeitenden Betrieb sozusagen geerbt, aber das ist keine schöne Geschichte, sondern dein Vater ist an Corona gestorben. Und das war irgendwie so eine, bedauerlicherweise schon fast so eine typische Geschichte. Krankenhaus, kein Platz, um ihn aufzunehmen. Wann ist das passiert? Ja, es war genauso, wie man es im Fernsehen immer gesehen hat und man sich das irgendwie nicht so richtig vorstellen konnte. Und auf einmal ist es dann genauso in die Familie auch eingezogen. Kein Platz im Krankenhaus, nächstes Krankenhaus angefahren, da dann irgendwann einen Platz gefunden. Eine Woche, also er hat dann schnell Medikamente bekommen. Das, was man zu der Zeit wusste, okay, oder eben auch nicht wusste, wir geben mal verschiedenste Dinge und hoffen, dass irgendwie es gut wird. War der Anfang der Pandemie. Ja, also es war wirklich genau so, wie man es gehört hat. Und ja, es war schrecklich, muss man einfach sagen. Ja. Was hat es mit dir gemacht, auch in Bezug auf Corona? Viel. Also ich habe in der Situation, war ich wütend eben auf diese zwei Lager, die sich dann so auch gespalten haben, auf die, die eben gesagt haben, ja, Corona, das gibt es doch gar nicht und so. Und ich habe tatsächlich auch damals in der vor anderthalb Jahren gedacht, ich will es eigentlich mal rausschreien, so was mir oder was uns in der Familie jetzt so passiert ist, damit auch andere Leute, die mir vielleicht eine Glaubwürdigkeit schenken durch den Job, den ich mache, dass die dann auch sagen, ja, okay, dann ist da vielleicht doch irgendwie was dran. Aber zu der damaligen Zeit hat sich's dann irgendwie nicht richtig angefühlt, weil ich mir so das Gefühl hatte, ich wollte jetzt nicht, dass der Gedanke aufkommt, so, jetzt möchte er damit dann auch noch im Mittelpunkt stehen oder irgendwie PR machen oder so. Du warst aber ja in Trauer. Genau, ja. Klar, also... Ja. Ich war auch so wütend, weil ich diese Lager, diese beiden, wo ich habe gedacht, wie können die Menschen so blöd sein und sich wirklich nicht überlegen, was sie tun. Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Impfung und ich kann sagen, also die sind wirklich zu prügeln, sind diese Menschen. Ja, also. Und dann passieren solche Dinge.